Prackel, eine Geschichte von Blubberfrosch. Es ist ein heißer Sommertag. Prackel liegt vor seinem Haus in der Hängematte und döst faul vor sich hin. Zwischen den halbgeschlossenen Lidern blickt er auf Wälder, die sich an den sanften Hügeln entlangziehen. Schau mal, Derek. Die Felder sehen aus wie auf einer Kinderzeichnung. Jedes genau auf Viereck und jedes hat eine andere Farbe. Wart bis zum Herbst, dann sind's alle braun. Aber jetzt? Ach, so schön grün. Ach, was rede ich? Du bist ja nur ein Hund. Ach ja, wie ruhig und gemütlich ist's hier. Oh, und jetzt kommt der da mit seinem Traktor. Nanu, wer summt denn da? Ich bin doch ganz alleine hier. Ja, Derek, du bist natürlich auch da. Ja, ganz ein Braver. Prackel verdreht sich in der Hängematte und schielt in die Richtung, aus der das Geräusch kommt. Au! Jetzt bin ich glatt aus der Hängematte. Ja, Derek, du lachst. Während Prackel noch auf dem Boden liegt und sich den Hintern reibt, spaziert eine kleine schwarze Katze summend über den Weg. Na du? Hast du das gesehen, Derek? Eine Katze. Wo kommt die denn her? Die hat doch gesprochen und... Und jetzt ist sie in der Hecke verschwunden. Da hol mich doch der Teufel. Prackel späht vorsichtig in die Hecke. Ich frag mich... Da, pass ich vielleicht durch. Oha, das ist ganz schön eng hier. Und da hinten ist Licht. Ist ja fast wie in einem Tunnel. Ah, seltsam. Er sieht die Katze auf der anderen Seite der Hecke stehen. Sie scheint auf etwas zu warten. Eine Krähe kommt angeflogen. Hallo, Robert. Hast du den Stein gefunden? Noch nicht. Aber meine Spione sind überall. Das ist kein Spiel, du doofer Vogel. Ja, weiß ich doch. Wir finden es ganz bestimmt. Diese eklige Ratte hat behauptet, mit dem Stein könnte man zaubern. Ja, weiß ich doch. Wir finden es ganz bestimmt. Also, was hast du herausbekommen? Der Wirt sagt, das Mädchen hat es versteckt. Das Mädchen! Versteckt! Meine Spione sind überall! Ihn, Robert. Der Stein. Wo hat sie ihn versteckt? In ihrem Zimmer? Nein. Weiß nicht. Aber meine Spione sind überall. Überall. Ja. Ist wahrscheinlich ohnehin alles Unsinn. Ratten reden so viel, wenn der Tag lang ist. Ich finde es. Wirst sehen. Ich habe überall meine Spione. Was war das? Ein Spion? Wirst schon sehen. Oje, sie haben mich gehört. Schnell weg! Ha, verrückt! Na, Derek, mein Alter, so ein komischer Traum.
Entsprechende Katze? Was für ein Unsinn. Komm, wir gehen rein. Ich brauche einen Kaffee. Womöglich kannst du dann auch noch sprechen. Hör nicht so seltsam. Das war Prackel. Mit Couchpirat als Prackel, Erzähler und Krähe Tim Süß, Lille als Katze. Derek wurde gesprochen von Rantheron. Produktion Blubberfrosch. Diese Produktion entstand im Rahmen des Geschichtenkapsel-Podcasts.